Herzlich willkommen zur ESL TV, herzlich willkommen zur Intel Extreme Masters Season Nummer 2. Wir befinden uns dort und zu meiner linken Seite mein werter Herr Kollege Dennis Gehlen. Dennis und ich werden euch heute präsentieren. Einer der wenigen, beziehungsweise was heißt wenig, immerhin vier Deutsche sind dabei bei den Intel Extreme Masters und es ist der Rekordmeister, es ist derjenige, der wohl höchstwahrscheinlich doch mehr oder weniger die Hoffnung, beziehungsweise, ja doch die Hoffnung, ist er noch der beste Spieler? Er ist nicht mehr der beste Spieler, aber er war lange Zeit der beste Spieler und er hat immer noch auch einen gewissen Anspruch, vielleicht bei den Extreme Masters erfolgreich zu sein. Wir sprechen natürlich von SKMU und wir schauen uns das jetzt gleich mal an, wie er denn spielen wird. Das erste Spiel konnte er gewinnen, erfolgreich gegen, lass mich nicht lügen, Diesel. Genau. 2-1. Jetzt muss er wiederum spielen gegen Happy. Der hat auch schon erfolgreich die Extreme Master Saison begonnen mit 2-0 gegen Hot, neu bei Gravitas Gaming. Und da gab es ja auch einige Gerüchte mal eine Zeit lang. Sind beide vielleicht irgendwann mal wieder Teammates? Oder was heißt wieder? Sind beide irgendwann mal vielleicht Teammates? Ja, bisher ist da nichts draus geworden. Wer weiß, vielleicht tut es da noch ein bisschen was. Zu Miu, ja, gut, der hat ein schweres Spiel, hat aber vor kurzem im WCG Challenge Cup, ich weiß nicht, ob das was sagt. Ja, doch, habe ich gelesen. Ein bisschen so der In-Cup-Ersatz, sagen viele. Ja, es ist ja unter anderem, ich glaube, es gibt 100 € und zusätzlich kriegt man direkt einen Slot für die Quali oder so. Ich glaub, könnte sein, aber ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall die 100 € könnten stimmen wohl, glaube ich. Und ja, so wie es aussieht, also da aussieht, ist Miu vielleicht doch nicht so unfit, hat immerhin gewonnen dort und auch mit Ork gegen Anlet gewonnen. Gegen welchen anderen? X-Lord. Aber oh, das ist bitter. Ja. Aber Happy, ich glaube, X-Lord ist zum einen momentan schlecht, auf der anderen Seite ist Happy besser. Gegen Ork vielleicht? Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie du dir sicher bist, aber nun ja, nichtsdestotrotz schauen wir einfach gleich mal. Wir sind schon in der Partie drin, Happy ist auch mit dabei. Wir warten jetzt letztendlich nur noch auf einen und das ist natürlich unser werter Herr Miu. Gerade eben, muss man wohl auch noch sagen, habe ich hier gerade noch gespielt ein bisschen. Ja, knappes Ding. Beziehungsweise bin sogar noch theoretisch in-game. Ja, ich bin sogar immer noch drin, ja, das stimmt. Und warte mal, ich mach mal kurz den Newman platt hier. Es war schon ziemlich lustig, oder? Ja, war eigentlich ganz gut. Aber Dennis hat mir aber auch super Tipps gegeben, muss ich sagen. Hast du noch Chain Lightning? Nee, habe ich leider nicht mehr. Jetzt wieder gleich. Ah, warte. Ja, jetzt wieder. Ja, aber ihr werdet euch wundern oder werdet sagen, hey, ich habe aber auch mal Bock gegen Marc zu spielen, um mal richtig abzuziehen. Dazu habt ihr die Chance. Und zwar am Freitag, wisst ihr ja alle, haben wir natürlich unser großes Community Together. Und da habt ihr einmal mehr wieder die Chance, gegen uns zu spielen. Bislang die Spiele, ich darf sie noch gar nicht so richtig verraten, aber die Spiele sind es bislang. Ja, das können wir wohl so sagen. Ihr hattet ja bislang die Chance und auch immer noch die Chance im ESL TV-Forum unter Events und Shows abzustimmen, Weihnachtsgather einfach euer Spiel da reinstellen und sagen, nee, ich bin aber lieber für Trackmania Nations oder Solitaire Online. Könnt ihr einfach reinstellen und dann natürlich mitvoten und bislang die Spiele, die am meisten gewotet worden sind, sind natürlich Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Team Fortress 2 und last but not least, Warcraft 3. Und da habt ihr die große Chance, gegen uns zu spielen. Seid also auf jeden Fall dabei. Freitag von 18 bis 21 Uhr spielen wir gegen euch. Das ist die letzte Aktion von ESL TV, bevor es dann in die verdiente Weihnachtspause geht. So schaut es aus. Und wie du schon öfters erwähnt hast, besuchst du Kinder und Frau und die Familie. Und ich freue mich unglaublich, meine Frau wiederzusehen. Also, die ist ja ganz jung noch, aber hat schon 3 Kinder von mir. 18 ist sie, ja. Ich freue mich echt unabartig, endlich sie wiederzusehen. Also muss ich auch sagen, ich fieber hin. Wir haben uns das letzte Mal vor 2 Wochen gesehen und es kommt mir doch sehr... Also am Anfang dachte ich, komm hier, Brigitte. Zwei Wochen, das ist ja gar nichts. Aber jetzt muss ich sagen, also ich wünsche mir im Moment nichts sehnlicher als, endlich da angekommen zu sein, ne? Ich kann nicht verstehen. Ja. Ja. Eine Tüte mit Leid, bitte. Leid, eine Tüte mit Leid jetzt bitte für mich in diesem Augenblick. Ja, ich muss sagen, doch. Traurig. Ja, wenn es euch genauso geht, ne? Dann ein bisschen weniger Zeit mit ESL TV verbringen, dafür ein bisschen mehr mit der Familie, darf man sich auch mal gönnen, ne? Einmal im Jahr oder zweimal. Ja, aber nicht öfter. Aber nicht öfter und jetzt auf jeden Fall noch nicht, denn wie gesagt, Happy gegen Miu am Start. Wir sind schon im Spiel drin, müsste jetzt eigentlich jede Sekunde losgehen. Miu sagt auch schon, okay, Reh. Und von daher spricht allem dem Start nichts mehr entgegen, glaube ich. Ich sag nochmal, go, 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 ready. Und dann geht es auch los, jetzt 5 Sekunden laufen. Ja, Happy, Miu, wichtiges Spiel für Miu. Also ich glaube, da muss er schon gewinnen, wenn er hier die Top 2 erreichen möchte. Ja, aber wenn er gewinnt, hat er richtig gute Chancen. Ja, denke ich auch. Also das ist ja auf jeden Fall der härteste Brocken so in der Gruppe. Ja. Ich habe mir die mal angeschaut, viele Night Elves, muss man dazu sagen. Ja, Hot ist halt auch noch ein Brocken. Ja, gut, okay, gut. Aber
Ja. Aber also, gut, Happy hat halt gegen Hot gewonnen und von daher hatte Mio dann die bessere Ausgangslage. Theoretisch ja. Also wenn er gewinnt, ja. Ja. Ja, dann hat er eine richtig gute Ausgangslage. Naja, dann kommt es natürlich noch auf die anderen Ergebnisse an. Da kennen wir ja Mew, da leistet er sich ab und zu mal hier und dort mal ein Ding. Hardgamer oder so. Ja, das wissen wir alle noch. Es gibt ja auch wieder lustige Gerüchte, habe ich gehört. Habe ich auch gelesen. Ja, Dennis. Attack Take und Attack Stark. Ja, habe ich auch heute gelesen. Aber ich habe mir jetzt überlegt, wer es sein könnte. Ne? Ich bin auf die Idee gekommen. Scene Monkeys? Ja, ja, genau. Weil wir sind es ja immer noch nicht, auch wenn ich schon oft gefragt worden bin. Aber macht es ja noch weniger Sinn, wenn ich selber ein Gerücht über mich... Wobei ich dachte, das ist eine gute Ablenkung. Reverse Psychology, ja. Genau, dachte ich auch so, eigentlich eine gute Ablenkung von mir. Aber ist auf der anderen Seite ist es vielleicht doch nicht so. Wer ist es denn? Wissen tue ich nicht hundertprozentig, aber ich habe eine Vermutung von einem Faculty-Menschen. Ja? Ja, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber... Also ganz komische Umstände haben das ergeben, dass ich auf diese Lösung gekommen bin. Ich kann das leider nicht so richtig erläutern, weil das sehr viele interne Sachen beinhaltet. Ah. Aber dann habe ich mir überlegt, the shit could happen. Aber ich weiß es noch nicht. Also ich weiß wirklich nicht. Vielleicht bin ich auch komplett auf der falschen Fährte. Ja, siehst du? Pre sagt's auch. Sea Monkeys. Ja, Pre Lenski heute auch mal wieder im Studio. Nach langer Abwesenheit. Geistige Abwesenheit. 3 Wochen. ist er natürlich jetzt wieder im Studio und heute mit Geek Boys. Geek Boys, stimmt. Super. Hat viele Comments gehabt. Ja. 59 oder so. Na gut. Aber wenn man es nur einmal im Jahr hat, ne? Ja. Dann schalten auch alle 59 Leute ein. Naja. Wir gehen immer mal ins Game, da sind die Heroes gleich raus. Jo, und auf der einen Seite haben wir den DK, auf der anderen Seite haben wir den Archmage hier. Und dann sehen wir hier den Scout Ghoul von Happy. Der will jetzt hier auch ein bisschen stressen, ein bisschen Zeit chillen, damit der DK so schnell wie möglich rüberkommen kann. Sehen wir hier die ersten Hits auf den Archmage. Das sieht aber eigentlich bisher ganz ordentlich aus. Noch nichts groß passiert. Hier ist kein... Doch, hier ist ein Tower. Mew hat das hier eigentlich zugebaut. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ja, aber nicht für die Skelette, ne? Nur für den Hero. Und jetzt möchte er hier gleich mit dem Militia runter. Sollte er zumindestens. Oder, ach ne, er geht jetzt sofort exen. Aha, ich dachte, er würde das Water nehmen, um hier zu creepen. Aber Mio macht es eigentlich noch dreister. Er creept dann direkt hier. Wie viel Mission nimmt er mit? 4, 5, 6. Und 1, die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Aber das riecht Happy, oder? Ja. Nee, riecht er nicht. Abwarten. Oder lässt er ihn sogar? Aber das macht Mio gut. Außer das Water und vielleicht den Schaden auch von dem Ogre, obwohl das geht eigentlich. Das macht er echt gar nicht so schlecht. Also verliert er nichts, aber jetzt hat es gerafft. Ja. Doch nicht. Er hat echt gedacht, hier würde gekriegt werden. Aber gleichzeitig fängt jetzt auch nicht an zu creepen. Aber das ist bitter für Happy. Also keinerlei XP da weggenommen oder so. Null Probleme gehabt. Ja, den Foodmaner kann er vielleicht kriegen. Ja, wenn er dann noch 2 Hits macht. Oder 1 Hit würde sogar ausreichen, glaube ich. Boah, Lucky. Kann auch noch mal ein bisschen Zeit schinden. Ah, der erste Tower ist jetzt hier gleich fertig. Mit dem Lumbermill haben wir noch nicht. Wird dann wahrscheinlich ein Arcane Tower. Boah, er macht alle Skelette auch kaputt. Das ist ja auch immer wieder XP. Das sieht echt ganz gut aus. 2 Peasants, glaube ich. 3? 2 Peasants. 2 sind down gegangen, ja. Und dafür aber 4 Skelette. Level 2,5 gegen fast Level 2. Und jetzt muss ich Happy was einfallen lassen. Ja, ich meine, der hat bisher nicht viel gemacht, außer ein bisschen, gestresst und einen Spot gecreept. Und ist noch nicht mal Level 2. Der DK ist auch schon angeschwächt. Mew finden kein Tomb of Experience. Ausnahmsweise. Und die Expansion steht gleich. Ja. Weiß auch nicht, was er da noch anrichten möchte mit seinen 6 Ghoulen und Level 1 DK. Weil jetzt, wenn Mew da... Ein Tower ist natürlich jetzt auch nicht super krass. Es ist vor allen Dingen nur ein Arcane Tower. Aber jetzt hat er ihn ja direkt gesehen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus bei Mew. Er braucht jetzt aber noch ein paar Footmen, ansonsten kann er es nicht halten, glaube ich. Ah, hier sind auch noch 2.
Das war so ein schlechter Surround. Oh Mann. Aber da kommt er nicht raus. Nee, da kann er nicht raus. Weil schlecht war das von Mio. Das war richtig schlecht. Oh Mann, wie peinlich. Vor allem, man hat es so gesehen, wie er so ganz langsam aber sicher hingegangen ist. Ja, ja. Hat sich noch Zeit gelassen, dachte so, traue ich mich oder nicht. Hätte man auf jeden Fall besser machen können, muss man so sagen. Ja. Der Pre freut sich schon auf die Sendung. Könnt gespannt sein, wird auf jeden Fall lustig. Der Pre hat da, glaube ich, ziemlich viel Zeit und Engagement reingesteckt. Zumindest verrät sein Gesicht das. Ja. Und Eigentum anderer Firmen. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Aber ich glaube, dazu erzählt er euch später mehr. Jetzt sehen wir hier den DK und den Panda gerade auf die Expansion drauf zulaufen. Der reicht auch direkt den Tower an, den hier Happy wahrscheinlich. Oh, das wird eng, aber bricht er ab. Na, DK hat auf jeden Fall keinen Mana mehr. Jetzt greift er den Tower doch noch an und kickt ihn sogar. Aber jetzt hat er hier die Fuge mit am Start. Kein Mana mehr auf dem DK. Der Panda auch kein Breath of Fire mehr. Kommen ein paar Militia dazu. Sobald er Level 3 ist, haben wir auch die netten Waterlands dabei. Ja, das hätte er jetzt hier. Ja, Level 3 ist für den Archmage. Aber jetzt wird es da ziemlich schwierig. Oh, was macht Mio da schon wieder? Was macht Mio da schon wieder? Oh, meine Güte. Oh, wie low. Boah, war das schlecht. Schon zum zweiten Mal. Was war das denn? Boah, das war echt bitter. Mio wird alt. Und die Reaktionszeiten sind aber extrem langsam geworden. Und jetzt geht's hier wieder auf die Tower, oder was? Nee, traut er sich nicht. Ah, das kann er auch nicht schaffen. Mal ein Breath of Fire durch, der war gar nicht so schlecht. Oh Mann, das war echt bitter. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht fighten. Ja. Und da sehen wir jetzt hier, wie Mio erstmal wieder verteidigen muss und warten muss. Ja, Expansion steht aber. Schau mal, Tier 3 Tech? Ja, fast fertig. Puh, tough. Vielleicht sind wir heute doch noch ein bisschen schneller fertig hier mit der Sendung. Prelensky, könnten Sie bitte weniger Unruhe hier machen im Studio? Ja, stimmt, das sagt der Richtige, ey. Oh Gott. Mio hat gerade mal einen Tower, aber jetzt baut er zwei Gryffindors. Er riecht also, er muss verteidigen mit den Hawks. Destroy Upgrade, weiteres Statue-Bau. 51 Supply, jetzt kommen natürlich noch mehrere. Er braucht noch einen Ziggurat. 41, meinst du? Ja. Ja. Hier stehen schon ein paar Tower jetzt, beziehungsweise Scout-Tower. Level 1,5 für den Panda Mu. Da muss jetzt noch mal ein bisschen was passieren für Mew, ansonsten sieht es dunkeldüster aus. Ja, geht. Also ich meine, der Happy darf dem auch nicht zu viel Zeit lassen. Ist das hier seine Mars-Hawk-Strategie oder was? War er ansonsten nicht auf der Northcon? Ja, ich weiß nicht, welchen Platz er abgeschnitten hat, absolviert hat, aber ich weiß. Die hat er ganz früher mal gespielt, die Mars-Hawk-Strategie. Ja, hat er von mir geklaut. Ich weiß es nicht. Ich habe auch früher Mars-Hawks gespielt. Echt jetzt, immer. Gegen Annette. Ja, ist auch nicht so schlecht. Ja, ist auch gut gewesen. Hasu hat immer verloren. Hat sich immer aufgeregt gegen Hawks. Aber heute verliert er nicht mehr dagegen. Vielleicht wegen mir. Oder wegen Mio. Oder wegen uns beiden. Ich weiß nicht. Wir waren so die wenigen Humans, die abused haben mit den Hawks. Ah, Happy ist auf jeden Fall nochmal ein Stückchen besser als Hasu. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ziemlich sicher sogar. Ah, die ersten beiden Hawks sehen wir hier. Ah, und jetzt will Mio was wissen. Tower Action. Ah, jetzt zweimal den Archmage dumm surrounden lassen. Aber so, nicht, dass das, war das knapp, ist blöd gelaufen. Ja, sondern richtig so, oh Gott, das stand gestern schon in der Bildzeit. Naja. echt bitter, er hätte ja easy den Sieg einfahren können. Also zumindest nicht unbedingt den Vorteil aus der Hand geben. Die Streitkräfte eines Spielers. Das sind jetzt hier gleich aber ein paar Destroyer. Vier Stück wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt. Nee. Das sind. Oh, das sieht schlecht aus für Mew. Obwohl, er hat die Hawks jetzt. Vielleicht nochmal Forest Toll Berserker. Level 2. Das sind immerhin
knapp 6 Hawks. Ich habe da mal ein Replay gesehen von Mad Fog und das ging am Ende ziemlich schlecht aus. Ja. Und Muse Arc-Match ist wieder zu machen. Oh Mann, ein TP. Jetzt kommen wir hier so ein besser Fire nochmal durch. Das verliert er. Ja, das ist halt nicht irgendein Undead, der weiß schon, wie das geht. Jetzt hier nochmal. Vielleicht eine Call? Ne. Lässt ihn ruhen. AMK ist doch immerhin Level 2. Ja, aber 58 Supply. Er hat einen gut verloren oder so. Ja. Ein Tower weniger. Ein Cast around, es ist down. Ach, da sind noch einige rote Ports. Oh, kriegt der Mew da gerade ins Gesicht. Oh Mann. Oh, ist das mies. Ja, so ist das, ne? Sigurd vielleicht nochmal nachbauen. Oder ne, jetzt hat er wieder Supply frei. Neo 42 Supply. Ja, es schaut jetzt nicht so gut aus, muss man sagen. Nee. Gleich 1-0 für Mew, für Happy. Relativ eindeutig, würde ich sagen. Coil. Fire. Okay. Tot. Oh man. GG. 1-0 nach einem relativ unspektakulären Spiel, muss man sagen. Da hat Happy ein Go gemacht, hat gedacht, jetzt mache ich Go, jetzt beende ich. Und, also ich weiß noch nicht, was wir machen sollen, aber ich habe so das Gefühl, dass das Spiel ein sehr, sehr schnelles werden könnte. Dass wir danach vielleicht nochmal ein Tuntu spielen. Ja, wir spielen danach Tuntu. Muss ich gleich nochmal nachfragen, ob das okay ist. Aber aber ich habe so ein Gefühl, dass das vielleicht nach einer Viertelstunde jetzt vorbei sein könnte. Ja. Gut, ja. Vielleicht spielt Mew jetzt nochmal Ork. Ich glaube, Tuna Stand war die zweite Map. Bin mir aber nicht mehr 1000%ig sicher. Oder SV. SV könnte es sein. Ja, da bin ich gespannt. Da spielt der Ork. Können wir wetten. Ja, gut, aber... Der ist doch jetzt schon verzweifelt, wenn er auf Echo Eis verliert. Ja, Echo ist seine beste Map, ne? Ja, auf jeden Fall mit einer seiner besten. Ich meine, okay, gegen andere ist LT noch sehr gut, aber außer die LT-Map... Ich weiß nicht. Nee, mir fällt auch nichts ein. Ja, mal schauen. Die Map wird jetzt aufgemacht, dann sehen wir gleich mal. Bitter. GW oder TM, sagt er hier. Ich dachte SV. Naja, werden wir gleich feststellen. Oh, das ist echt bitter. Ja, was hältst du von Mausbots? Ne? Was gibt's da für neue Gerüchte? Sollen wir mal wieder ein bisschen spoilern? Na, dann kommen auf Szenemarkies. Weißt du, dann kommen wieder irgendwelche neuen Gerüchte, die gar nicht von uns sind. Die von uns sind, aber die wir dann nicht mal unsere... Der Typ soll uns die Seite mal verkaufen. Ach, Schwachsinn. Ja, doch. Da sind da mittlerweile auch schon relativ viele Klicks drauf, ne? I don't care. Hier, guck mal. Ja, 6.000 und? Hab ich mit meiner Page auch. Ja, nach 3 Jahren, weil du nur den ganzen Tag draufgeklickt hast. Nee, junghorn.com hat im Monat 3.500. Und ich muss gar nichts dafür machen. Außer ab und zu mal hier Mist posten. Ja, ist gar nichts, oder was? Ja, und er hat nach 3 Tagen so viel, doppelt so viel wie du nach einem Monat. Ja, gut, aber der ist halt auch der Obernerd. Ja, wer ist das? Komm, lass uns doch hier, wer das rausfindet, wer das ist. Ach, das interessiert doch keinen Toten, ey. Ernsthaft, wen interessiert denn, wer der Kerl ist? Ich hätte die Seite auch gerne selber gemacht. Oh? Aber er war einfach schneller als wir. Aber ich glaube, er ist ja, durch unsere Idee ist er dazu gekommen, oder? Wir haben doch die ganze Zeit gesagt, wir wollen sowas mal machen. Du sollst das Gamma ein bisschen runter machen können. Ach so, okay. Runter? Niedriger? Ja. Machen wir gleich. Und das Game ist anscheinend offen. Oh. Nee. Ist er das? Ist nicht, ne? Nein. Mio? Dennis plus neue Frisur gleich alte minus 10. Meine Haare sind nur nicht gegelt. Gelen und so, ne? Es gibt hier gar keine neuen Topics, mal auf Readmore schauen. Also was ich ja als neuestes gehört habe, ist, ballern wir einfach mal alles raus. Also Starkoma geht ja jetzt zu Attex, oder? Nicht? Weiß ich nicht, man gehört immer Gerüchte. Aber ich hab gehört, dass die sich nicht so einigen können. Ja, da klappt es bei der Kohle nicht, habe ich gehört. Ja, glaube ich auch. Ich meine, daran scheitert es ja öfter mal, ne? Ja, habe ich gehört. Ich glaube, der Leo will ein bisschen mehr Kohle haben. Will er das? Habe ich gehört. Als Attex ausgeben möchte? Ja. Verständlich, glaube ich, oder? Ich meine, man trifft es ja immer in der Mitte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß die Beträge nicht genau. Ich glaube, die weißt du aber ziemlich genau. Echt? Ja, habe ich gehört. Ich glaube, es sind schon ein paar Tausende. Ja. Ja, aber wenn ich Sakuma wäre, würde ich es eh nicht verkaufen.
Du meinst Faculty. Ja, Faculty ist das. Ja, also, das ist Faculty, ne? Heißt das jetzt Faculty? Ja. In Zukunft wird es Faculty heißen. Das ist natürlich bitter, finde ich. Die Spieler meinten alle übrigens, dass sie sich nicht zu Faculty umbenennen möchten, die Star-Coma-Spieler. Ja? Ja. Lieber spielen sie den ganzen Tag random in allen Ligen. Wäre natürlich ein schneller Abstieg in der WC3L. Ja, ist ja natürlich ein bisschen mies. Das Problem ist ja an der ganzen Sache, Faculty, Star-Coma, die haben ja jetzt auch in ganz vielen Ligen, die haben ja jetzt ein Alpenteam in Counter-Strike, die haben ein Counter-Strike Source Team, ein Counter-Strike Team in der normalen ASAP Pro Series, also in Deutschland. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie das so alles vereinen, weil man kennt das ja. Früher gab es ja auch zum Beispiel bei SK Gaming, SK Gaming Deutschland, SK Gaming Schweden, das war ja noch nicht so das große Problem, aber das große Problem wurde es zum Beispiel, wenn sich zwei Teams beinahe ebenbürtig sind und dann irgendwie auf internationale Events sollen, wo man blechen muss. Zum Beispiel die CPL. Bei eSports United war das zum Beispiel so. Da gab es damals NOAH, Norwegians of America, NOAH hieß, ist es gar nicht, Eolithic hießen die damals. Ja. Mit Element und Nykun und Knoxville und so weiter. Und es gab das SK Schweden-Team mit Wilden, ich bin mir nicht sicher, zumindest mit, wie heißt denn eine Schwede? Wie heißt der Schwede von Octoshape nochmal? Heaton. Westland, du hässliches Gesicht, ey. Der war aber bei eSports United Schweden. Ja, habe ich eben auch gesagt. Du hast erst SK gesagt. Ja, und dann habe ich mit eSports United. Dann habe ich mit eSports United angefangen und Eolithic. Ja. Gut, aber das ist so ein Problem, weil. Und das SK, das Alpenteam jetzt hier von Star-Coma Faculty und das deutsche EPS-Team, das sind, die sind vielleicht auch ebenbürtig und dann gibt es immer Stress. Vielleicht ändert sich ja dann was. Also da weiß ich jetzt nichts, aber. Vergleichst EOL und SK mit entwickelt und Star-Coma. Ja. Ich finde, ab sofort sollten Mitarbeiter, die hier nichts zu tun haben, auch einfach mal aus dem Studio rausgebannt werden, bevor sie irgendwelchen Mist erzählen. Vor allen Dingen sollten sie nicht schon das trinken, was sie in der Sendung trinken wollten, obwohl sie nicht trinken dürfen. Ja. Nur damit man durch die Sendung kommt. Ja, ja. Wenn man ein bisschen lustiger ist, ja, und aus sich rausgehen kann. Ne? Pre sitzt den ganzen Tag so. Ja. Ich kann das nicht bringen ohne Alk. Ja. Ja, das, was der Producer eben gesagt hat, das ist echt mies, aber das kann ich, glaube ich, nicht wiederholen. Aber, doch, bitte. Unser Producer Jan Lietz hat gerade eben gesagt, der Primo muss immer Alkohol trinken, ansonsten hat er so einen Tatter, dass er die Tastatur nicht richtig trifft. Jan, das ist aber nicht so freundlich. Ich glaube, es finden fast gar keine Leute lustig, außer uns vielleicht. Ja, weil die wissen, was für ein Tatter Primo morgens hat. So, Kinas, zweite Map, Crystal Meadows. Ich glaube, der Mew hat überhaupt gar keinen Bock, der spielt jetzt weiter in Newman. Ja, ich weiß nicht, es war die Wahl jetzt von Happy übrigens. Das war gar kein Secret Rally, es war Twisted. Und was hältst du davon, dass NOAH und MTV beide so ein bisschen zusammenschließen? Ja. Ah, ich weiß nicht. Ich kenne ja auch die Hintergründe. Ne? Na, erzähl mal. Hast du irgendwas Neues oder? Nee, was meinst du? Ja, was hast du denn? Was für Hintergründe kennst ja, du? Ist ja, also ich fand es logisch, dass es so ist. Also kennst du die Hintergründe nicht, sondern du vermutest. Ja. Du bist also Szene-Monkey. Ja, bin ich. Ich bin's. Als wenn ich irgendwelche, also das ist so unrealistisch, dass ich es bin. Die haben es nicht mehr auf unserer Seite, die wir gemacht haben, haben wir irgendwas geschrieben seitdem, ne? Ja, ich hab dir auch nicht den Login dafür gegeben. Ja, aber du hast ja auch selber nichts geschrieben, ne? Nö. Machst du nichts. Wir gehen ins Spiel, nein. Und Mew hat wieder ein bisschen Pech. Ja. Und du musst erstmal die Gamma verändern. Option, Grafik, bisschen runter. Naja. Noch weiter runter? Bisschen so? Okay. Ja, Close Position, wie du ansprichst, aber er hat einen Fast-Altar gemacht und somit kann er das eigentlich relativ gut creepen. Und seine DK wird jetzt in Bau gegeben. Hier ist der Arc mit schon ein ganz Stück weiter. Das sollte er eigentlich schaffen können. Sie wird die Barrack hier mit Fast bilden, die weitere Farm. Weitere Arbeiter werden gebaut. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob das hier so alles klappt. Jetzt kommt der Scout, cool. Darf man gespannt sein? Oh Mann, ich glaube, das ist natürlich auch Pech, dass er da startet. Ja, vielleicht wird es sogar zum Vorteil, man weiß es ja nicht. Wenn er hier einen Tomb of Experience findet und eine Vampire-Gaura. Bei Mio weiß man nie. Und dann ist der Ghoul jetzt fast da und da kommt der Arc-Match raus. Und somit sollte eigentlich klar sein, was hier gemacht wird. Ja. Er blockt jetzt die Militia hier.
Das macht er relativ gut, sag ich mal. Ja. Sollte ein bisschen auf seinen Arc-Mage aufpassen. Oh. Was macht er mit den anderen drei Ghoulen da? Oh Mann, wie schlecht kühlt Mio da? Oh, er wird so vernichtet. Oh Mann. Erstmal direkt eine Arbeiter von Arc-Mage hier schon auf 72 HP runter. Jetzt kommt der DK, aber ja, doch, das. Ah, gut, den schafft er jetzt. Jetzt kann eigentlich gute Items werden. Ja, 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 ja. Und ja, okay. Ach, das war ein bisschen nice. Es geht. Mit R oder so, egal was, ist trotzdem sehr nice. Also, der Arc-Mage ist jetzt fast Level 3. Oh Mann, das ist immer wieder das Gleiche hier bei mir. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Ah, da schon ein paar Arbeiter mitgenommen jetzt. Fast alle, bis auf zwei. Ah, ist natürlich hart. Dem Mio das schmeckt. Hm. Auf der anderen Seite Level 3 Arc-Mage, damit kann man ja auch gut pushen. Also, da macht sich Mio vielleicht jetzt noch nicht so viel Sorgen. Ja, wäre es eine andere Position, wäre der Typ ja niemals an ihn rangekommen. Aber so ist das halt. Mio spielt ja auch immer gerne mit Risiko, also ist ja nicht so, dass er sich sagt, boah, ich mache einen auf Nummer sicher und creep einen kleineren Spot. Was hältst du vom PGS, dass sie jetzt zu Meteor Makers gegangen sind? Weißt du da die Gehälter oder so? Also, bei PGS haben sie auf jeden Fall nicht so viel bekommen. Ja, gut. Auch als sie, also verhältnismäßig zu SK oder, Wie viel haben die denn bei PGS so gekriegt? 400 Euro? Ich glaube, ein bisschen mehr. Ich glaube aber nicht viel mehr. Ich glaube 600. So in dem Dreh. Und jetzt bei MIM? Ich glaube so 1200 oder mehr. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube ungefähr so in dem Dreh. Ich glaube, die geben schon so viel Geld aus. Mindestens. Ich meine, es ist ja auch wert. Ich meine, klar. PGS ist schon ein ziemlich gutes Team. Ja, hast du immer ein Top-3-Team eigentlich am Start. Welcome to Level 3. Ja. 26 gegen 3 Supply. Oh nein, nicht, dass das Round wird. Guck mal bitte. Oh. Nein. Er hat keine Boots, ne? Nee. Gut, ist ja relativ flott unterwegs, immerhin. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Warum hat er noch nicht getaggt? Was will Mio schon machen? Towern oder Echsen? Towern? Geht. Gegen Undead. Aber mit dem Level 3 Arc-Mage. Und dann schickt er so 7 Arbeiter runter. Und dann baut er hier so 5-6 Tower hin. Cool, er hat ja nichts. Was soll er denn da machen gegen Level 2 Watermans? Der hat ja auch nicht viel Supply oder so. Aber Mio geht Echsen. Oh, das wäre so lustig. Towern. Das habe ich auch öfter mal gemacht. Das hat immer geklappt. Also, was heißt immer? Aber es hat ziemlich oft geklappt. Wenn man Level 3 hatte direkt und der Gegner war close, du hast so oft. Schnarch. Oh Mann, Mio. Ah, oh, gerettet. So, das so hat er nicht schlecht gemacht. Ja, so oft towern. Aber jetzt ja, es expandiert mir wieder. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das so gut ist. Aber Mio hat halt einfach gar kein Tech. Was haben wir für ein Item gefunden? Da komme ich nicht drauf, da jetzt. Ring of Regeneration. Geht. Pure Orb of Vitality wäre besser gewesen. Ja. Oh Gott, und Happy hat's mal wieder gerochen. Aber die Frage ist, wie viel kann er da kaputt machen? Da hat er nicht so viel dabei. Hier den Panda. Breath of Fire, da. Oh, ich weiß nicht. Das ist ganz bitter. Ich glaube, er wird alles verlieren. Oh, die Expansion. Tough. Er hat aber viel zum Verteidigen hier, muss man schon sagen. Macht der DK, sollte man hier oben, ja. Oh. Das hat nochmal weh. Er hat noch einen, oder? Oh. Nee, der Arbeiter hat er noch mehr. Hier, 3. 2. Das hat Mio aber jetzt relativ schlecht abgewehrt. Das heißt schlecht, ich meine, er hat so nichts falsch gemacht. Jetzt, oh, nice, immer der Surround. Ja, immerhin. Aber die Expansion wird halt so krass delayed, das dauert halt ungefähr Stunden. Mit seinem Goblin-Schredder kann er wenigstens tacken. Muss jetzt die Arbeiter rüber schicken. Und die darf er ja auch auf jeden Fall nicht verlieren, was sind die letzten, die er hat. Sonst sind hier keine mehr, außer die 5 im Gold. Das wäre schlecht. Jetzt baut er mit denen aus der Goldmine sogar. Ah, es wird wieder so genauso ein kurzes Spiel wie gerade.
zwei Slaughterhouse, Destroyer, Go und dann fertig. Ja, dann hast du einen Host? Ja, ich finde schon einen. Ich glaube, ich finde jemanden. Tja, Jungs, ne, so wie es aussieht, falls Mio da wieder auf den Sack kriegt, machen wir danach direkt. Machen wir direkt noch ein Showmatch. Ja, über uns wird jetzt gerade gelästert, dass wir so wenige Kommentare hätten. Ja, jetzt ist das schwerste, das zu ändern, ne? Ja. Aber weißt du, wer hier uns letztens positiv erwähnt hat? Wer denn? Tagor. Echt? Ja, er meinte, er hatte EPS-Finals und WC3-Finals geguckt. Ja? Er meinte, er fand gut, wie wir gecastet haben. Wollte ich jetzt mal so in den Raum werfen. Echt? Ja. Tagor? Gestern hat er das gesagt. Wann hast du mit dem gesprochen? Ja, gestern. Im ICQ. Echt? Wir reden ja ab und zu mal so im ICQ. Ah, ich hab den auch noch im ICQ. Er meinte so, ja, wenn hier StarCraft rauskommt, dann kannst du uns, mich mal einladen zum Cup und so. Ich so, ja, dann wirst du wieder schön rumgeeken oder was? Ja, die Leute kennen ihn wahrscheinlich nicht mehr, sagt der Pri schon. Aber keine Ahnung, von daher. Alte Legende. Ab in die Base von Happy, da geht's nämlich gerade ab. Also abgeben ist vielleicht relativ. Ey, das ist übrigens sehr geschickt, wenn man den Shop kaputt macht, dann kann er jetzt keine Statues bauen. Ja. Und das hat Happy jetzt auch gehabt, aber es wird ein bisschen eng. Ein bisschen ist gut. Bisschen sehr eng. Bisschen zu eng. Oh. Das war sehr gut. Ja. Also taktisch sehr gut. Also wie er das gemacht hat und dass er dabei fast alles verliert, ist natürlich blöde, aber taktisch sehr gut gemacht. Aber das ist alles noch okay. Oh. Ah. 40 gegen 26. Muss auf der anderen Seite muss man sagen, Mio kann jetzt keine Statues. Happy kann keine Statues mehr bauen. Von daher mit zwei Destroyern oder drei. Vielleicht wird das Spiel doch noch länger als 11 Minuten. Oh, das Dropgrid ist fast fertig. Jetzt sehen wir die Tower hier. Da sind hier vier Tower. Hier ist halt einfach gar nichts, ne? Ja, wie denn auch? Er kann ja kaum bauen. Er muss ja immer hier mit seinen Gold. Er muss ja jetzt auch nicht bauen. So. Er kann ja keine Statues mehr bauen. Ja, aber er hat ja schon drei. Das ist ja immerhin nicht so wenig, ne? Aber man kann auch nicht das Upgrade bauen. Er hat das doch schon fertig. Es ist abgeschlossen. Genau. Er hat noch kein Fancy Upgrade. Das ist natürlich nicht so klug. Also drei Tower sind jetzt nicht das Problem mit drei Destroyern, sag ich mal. Nee, das stimmt. Vor allem, wenn man den Panda noch hat. Aber er will, glaube ich, wieder auf Level 3 creepen. Das haben wir ja gerade schon gesehen, was das so anrichten kann. Tagor, lustig, dass du mit dem Kontakt hast. Ja. Was macht der so? Der fliegt in Urlaub nach Mexiko. Ah, ist doch der Nick Adams auch unterwegs? Nick Adams auch. Habe ich gesagt, vielleicht trefft ihr euch da. Bisschen Marihuana spielen. Also ich glaube auch zeitgleich. Nahezu zeitgleich. Geh mal in die Base. Ah, das. Und ja. Ich glaube, bei ihm läuft es ganz gut. Hier die K. Das sind schon relativ viele Tower. Jetzt werden es hier auch immer mehr. Ich bin mir, also, er hat jetzt 48 Supply, er hat jetzt einen Destroyer, der zweite wird jetzt gleich hochgehen in die Lüfte. Da sehen wir es. Und er hat einen Gargoyle. Den hat er ja sicherlich nur gemacht, damit er keinen Zeppelin-Harvester irgendwie sich einfängt. Aber jetzt haben wir jetzt hier ordentlich was abbekommen. Und der MK ist jetzt auch noch dabei. Ah, jetzt geht's direkt auf den MK. Gute Entscheidung, glaube ich. Damit der jetzt hier nicht allzu oft. Und er ist surrounded. Ach Gottchen, ey. Oh, da geht er down. Level 3 für den Panda in diesem Moment. Jetzt sehen wir hier, der nächste Footman geht auch noch down. Surround auf den Arc-Match und der ist nicht zu. Oh, den Creep will sich Mio noch holen. Da muss er aufpassen auf den Arc-Match. Puh. Hat er nicht mehr viel gehabt. Nicht mehr viel ist gut. Gar nichts fast. Ja. Und jetzt muss er aufpassen, da kommt nämlich der Death Hat, der Death Hat, der Death Hat. Heal-Potion. Ah, das hätte Happy sich aber auch denken können. Ja, aber bei Mew, der ist auch eben voll in den Surround reingerannt, von daher. Nein, mach es nicht, kauf dir keinen Zeppelin. Na, der kommt aber weg. Auch wenn's Risiko beinhaltet. Na gut, das mit den Towern, ne? Also, es wird wahrscheinlich ein längeres Spiel, aber auch wenn. Vielleicht gewinnt Mew da sogar. Ich glaube, Mew kann sogar die ganze Zeit eine Ex haben, weil er verliert gegen Happy. Ja, Happy hat schon ein ziemlich sickes Micro, also. Vor allem, er weiß auch, wie man kontern muss. Ich meine, jetzt gerade hat er 1000 Gold und hat kein Supply Fire, ist jetzt nicht so gut. Ne? Aber auf der anderen Seite, normalerweise ist Happy da auch ganz fit in dem Matchup. Aber da stehen jetzt so viele Tower, da kann er nichts mehr machen. Aber Mew kann dann auch nicht creepen oder sonst irgendwas machen. Ein Griffin Avery? Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen.
Aber jetzt sammelt er tatsächlich. Dann will er ein bisschen stressen. Sammelt nochmal der Mana. Oh, das ist mies, jetzt macht er Go. Das könnte er packen. Du meinst Happy? Ja. Ja, sogar ziemlich sicher, dass er es happen konnte. Oh, jetzt sehen wir hier, ersten Footman hier, der Destroyer. Und mal zurückgezogen, schön gemacht. Cold werden will er gar nicht. Saved er erstmal so. Der Panda hat immer noch mal. Hat er schon wie wieder. Wie viel hat Happy verloren? Zwei ein Ghule, Destroyer oder? Ja, zwei Ghule, ja, stimmt. Das waren zwei Ghule auf jeden Fall. Oh, noch ein Ghule. Jetzt hier nochmal ein Breath of Fire durchpfeffern. Ghule sind halt super lax, ne? Ah, also. Ah, ah. Komm halt. Ja, Mew noch mit 25 Supply, ne? Aber solche Spiele kann Mew ja immer drehen. Ja, ich meine, er hat ja noch nicht verloren. Das ist das Wichtige an der Sache. Oh, der MK. Oh. Soll ich jetzt nicht zu viele HP verlieren. Ah, jetzt mit Fast Build, also mit diesem Ivory Tower. Ja. Setzt er ein paar neue auf. Na, alles schön und gut, aber. Der Paladin wird, glaube ich, nicht mehr rauskommen. Das sieht auf jeden Fall extrem schlecht aus. Das wäre meine persönliche. Oh, der Gargoyle stirbt. Nee. Not. Weil er der MK. Geht down in diesem Moment, ja. Mm. 29 Supply, der Paladin geht jetzt auch, wird jetzt auch wieder abgerissen. Sozusagen, oder der Altar wird abgerissen, somit wird er nicht weiter gebaut. Das sind zu wenig Tower, definitiv. Jetzt muss er das aber mal schnell beenden da. Nein, was macht er da? Warum reißt er den Altar nicht ab? Oh, das könnte ihm noch zum Verhängnis werden. Ja, das wäre ziemlich blöd von ihm. Das wäre extrem blöd von ihm. Was macht er da? Ja, jetzt hat er gleich noch einen Breath of Fire. Das ist halt wieder weh, aber der Paladin kommt trotzdem nicht mehr raus. Obwohl. Oh, das sollte ja mal Gas geben. Ah, jetzt hat er alles abgebrochen. Hä? Wo ist das ganze Gold dafür hin eigentlich dann? Ja. Frag mich nicht. Hier ist auch kein Altar. Strange. Ganz ehrlich, ne? Der arme Mew. Tut mir schon ein bisschen leid. Ganz ehrlich, du würdest es besser machen, oder was? Nee, aber. Also, Happy, bester Undead-Spieler in Europa? Mit der Beste. Neben? Ja, den üblichen Verdächtigen, ne? Proteus, Hasu, X-Lord. Wer ist ja noch gut? In Europa? Klar. Welche sind denn besser? Elfitaria? Der ist auch noch gut, der ist ja nicht besser. Der hat doch gegen Hasu verloren, der hat eigentlich gegen jeden verloren, von den Deutschen fast. Glaube ich, in letzter Zeit. Ah, der ist gut. Fury. Ne, ach, der ist viel zu schlecht. Der ist so schlecht geworden. Nick Adams. Wäre eine Idee. Aber ich glaube, die deutschen Humans, Undead sind in Europa, aber es gibt einfach noch nicht so viel gute. Die Streitkräfte eines Spielers. Ja, mehr Fokus weg. Ja. Ja. Jetzt werden Griffins gebaut, aber ist der Licht mit dabei. Breath of Fire haben wir auch wieder ein bisschen am Start. Ah, nur die Destroyer haben fast alle keinen Mana. Aber jetzt kommt der Burst of Fire. Ah, da war. Naja. Alles okay. Erster Tower geht down, aber es sind zu viele Tower, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er da einfach so reinkommt. Geht. Wenn er genau wie er es jetzt macht, er stellt sich so hin, dass nicht alle Tower die ganze Zeit angreifen, dann geht's eigentlich. Boah, wie viele hat er da? Es sind sieben, ne, oder? Ah, ja, locker. Also da stehen nur noch vier Tower, ne? Die können halt echt nichts mehr ausrichten. Nee. Und die fliegt halt auch perfekt, also kam halt auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Breath of Fire nochmal durch. Autsch, ja. Das hat weh. Aber ein Destroyer ist gefallen. Echt? Einer ist gefallen. Lala. Der Destroyer, der Griffin fällt auch. Er weiß halt auch ganz genau, wie man alles kann. Oh, zweiter Destroyer. Da hat mir aber nur noch 30 Supply. Und auch nicht irgendwie. Da sieht man nur die Federn fliegen. Ja. Oh Mann. Ja, Daniel, das war wohl nichts. Er meinte aber, er greift im nächsten Jahr wieder an. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das hört man öfter von ihm. Dass er hat immer viel zu tun und dann irgendwann will er angreifen. Im ganzen letzten Jahr hatte ich nicht das Gefühl. GG von SKMU. Ja, dass er einmal wirklich richtig angegriffen hat. Aber ja, GG und somit 2-0 für Happy. War vielleicht zu erwarten, muss man sagen. Ja, ich muss sagen, enttäuschend. Ein bisschen. Enttäuschend. Ja, Dennis, damit wir jetzt in die Sendezeit reinkriegen, spielen wir jetzt schnell, oder? Ja. Gegen die Zuschauer. Ja, ansonsten geht's nicht anders. Andere Spiele wurden heute noch nicht gespielt am Spieltag, die sind ja später. Nee. Unter anderem
Diesel gegen Hot? Ja, Diesel gegen Zeus gegen Hot. Zeus gegen Hot. Und auf der anderen Seite war Diesel gegen Rob. Glaube ich, ja. Ja. Donnerstag die Begegnung von Fire. Ich weiß nicht mehr genau. Ich bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht, ob ich die vertauscht habe jetzt, die Partien. Aber ja, Donnerstag Rob gegen... Ach, deswegen bin ich auf Rob gekommen. Nee, Rob spielt auf jeden Fall heute nicht. Er spielt gegen Fire. Deswegen habe ich es gerade verwechselt. Mhm. Und das wollten wir euch eigentlich auch zeigen. Aber leider konnte der Fire.de nicht, weil der Jiu-Jitsu oder sowas macht und hat heute Training. Jiu-Jitsu? Ja. Jiu-Jitsu hat man ja immer gesagt. Diesel gegen Paladin war das andere Match übrigens. Ist ja auch eine sehr interessante Sportart. Ja, ist wirklich. Man bereitet sich immer auf etwas vor, worauf man hofft, was nie eintrifft. Und zwar, dass man auf die Fresse kriegt. Ja. So, wir brauchen jetzt einen Host, Dennis. Battle.net. Okay. Und dann geht's los. So, ich hoffe, wir haben es jetzt hingekriegt, den Host hier alles zu beschwichtigen, sagen, ja, was er braucht. Was ist denn heute Thema bei Geek Boys? Ich habe gehört, Geek Boys heute unter anderem absolute Weihnachtssendung und ihr ruft wichtige Leute an im E-Sports-Bereich, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Ich kann euch auch schon in den Comments von mir aus hier auf unserer WC3-Sendung gerne mal die lustigen Links von Pre auf YouTube und so weiter schon alles schicken. No, der war ein bisschen besser. Roffel, Nord. So, ich warte. Wie ist denn dein Account? Wie ist denn mein Account? Ich glaub, das Game ist nicht offen, Dennis. Ja, warte, der hat noch nicht gesagt, es ist offen. Der Typ startet wahrscheinlich jetzt Warcraft 3 oder so. Gott, ey, was ein Noob. Oder macht einfach einen. Du warst ja letztens auch dabei bei diesem Turnier. Wie geht's Kukian? Ja, gut, wir haben die ganze Zeit im Teamspeak geredet. Es war sehr amüsant gegen Hasorfs und Spell, weil wir, ich glaube, mehr gequatscht haben als gespielt. Und irgendwann irgendwie die ganze Zeit uns lustig gemacht haben, wie schlecht wir sind. Hat aber Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, er konnte echt gar nichts, ne? Also, der war ja so schlecht. Aber er wollte die ganze Zeit nicht auf mich hören. Er hatte die verrücktesten Strategien. Ich so, nein, mach das nicht. Er so, doch, lass so spielen. Ich so, oh, komm, weißt du was? Lass uns einfach weiter quatschen und spielen wir so nebenbei. Ja, hat aber Spaß gemacht. Ja, gegen uns hat's gereicht, ne? Ja, gut, da haben wir aber auch. Ich komme nicht rein. Ja, ich auch nicht. Ist noch nicht offen. Junge! Ah. Ist offen. Game Name. Ich komme nicht rein. Das ist hier Connect. Guck mal, Mom. Shit. Was denn? Wahrscheinlich so, oh, ich habe auf Asia aufgemacht. Okay, das klappt nicht. Oh, er kann nicht hosten. Wie schlecht. Ach, Dennis, hol mal einen anderen, irgendeiner deiner coolen Leute daraus. Dennis, ansonsten, was können wir, du arbeitest ja auch bei League Ops, was können wir erwarten für das nächste halbe Jahr? Dass ESL Radio richtig cool wird, glaube ich. Da wird es hoffentlich sehr viel tun. Da versuche ich mich ja auch etwas intensiver wieder mit zu beschäftigen. Ist ja sozusagen ein bisschen so ein kleiner Neuanfang jetzt auch wieder, auch für ESL Radio. Und von daher denke ich, dass ESL Radio wieder auch sehr cool wird. Für die Leute so, als Einstieg auch sehr gut gedacht, denke ich. Okay. Erst ja, ESL Radio, dann ESL TV. Ach so, als Softstar. Ja, genau. Also, okay, alles klar. Ja, wie sieht's denn hier aus, Jungs? Kann jetzt mal jemand hosten? Och Mann, Dennis, das ist echt bitter. Ich glaube, ich kann hosten. Hast du die Dings-Datei? Ich weiß es nicht, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich sag jetzt, ich mach mal Turtle Rock auf. Ey, frag trotzdem mal weiter nach. Ja. Turtle Rock, Private Game. Und der Name ist ASDF1234. Ja, ich kann wahrscheinlich rein. Mal schauen, ob irgendeiner von den Zuschauern rein kann. Wir haben ja auch ein bisschen Delay. Dennis, hast du jemanden? Auf Game 123. Also ich kann doch nicht hosten, ist mir gerade aufgefallen. Ja, das hätte ich mir fast gedacht. Ich hosten. Ansonsten für nächstes Jahr, darüber müssen wir jetzt auch schon fast reden, ja. Haben wir natürlich tolle Neuerungen wieder geplant bei den WC3-Sendungen.
Konzept ja. Neu konzipiert. Also spätestens nachdem die ESL Pro Series wieder anfängt, dann geht die Post ab, glaube ich. So, jetzt aber. Nein, noch nicht ganz. Der Haus sollte jetzt da sein. Macht euch keine Sorgen. Ist alles perfekt vorbereitet. Ja, Dennis, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nur noch eine Viertelstunde fast. Geek Boys will ja auch hier richtig präsentiert werden. Lächerlich. Gehört der Priat zwanghaft gehungert, damit er wieder auf sein altes Gewicht kommt. Echt? Im Urlaub hat er zugenommen. Und Nick Adams verteidigt seinen Freund. Oh. Ah, Nick wieder mit hier irgendwelchen Flames unter der Gürtellinie. Ey. Ah. Naja, Latte. Ist das denn jetzt offen? Aber ist man doch gewohnt von seinen Chefs. Huh? Was sagt ihr? Ich glaube, die Leute kriegen es nicht hin zu hosten, habe ich das Gefühl. Wahnsinn, Dennis. Was hast du denn für Freunde, ey? Freunde, das sind ESL-Zuschauer, ja? Willst du die jetzt schlecht bereden, oder was? Nee. Füpse, auf den kann man sich verlassen. Hä? Wenn der es jetzt nicht hinkriegt, dann können wir es heute vergessen. Ja, jetzt versucht der Füpse es. Ja, lass mal den Füpse erstmal. Ach, grausam. Ach, es ist eine Katastrophe. Ich probiere den Ende nochmal. Ich bin drin. Und es ist Reichi, aber der ist ja auch ein bisschen... Ja, okay, gut, dann spielen wir so. Ja, okay, passt schon. Also Game Name ist... Wieso sind da eigentlich immer so viele Leute drin? Weil da wahrscheinlich... Mach mal Team 3. Mit wem zockst du? Fragezeichen. Ja, Game Name ESL 1, 2, 3. Ich wurde jetzt gekickt. Das war Jan. Mark. Ja, versuch mal reinzukommen. Kick die anderen beiden. Go, 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 go. Erst muss Mark rein. Och Mann, ist das heute wieder eine Katastrophe hier mit diesen... So, ich gehe jetzt rein. Ich komme nicht rein. Warte, versuch's, warte. Kick beide. Alter. Lustig, redest du auch immer alles mit, was du chattest? Ja, oft. Du machst das auch, wenn du so auf alleine sitzt? So, jetzt hier endlich. Auch wenn, nee, dann nicht. Sei ehrlich. Ich mach's doch jetzt nur für Zuschauer, damit Leute lesen. Das ist auch langweilig, wenn ich die ganze Zeit nicht rede. Der Fips, du sag mal Team 1 und dann können wir endlich los. Ich wurde schon wieder gekickt. Das? Wieder? Schreib doch einfach meinen Namen. Ja, hab ich gerade schon. Bist du drin? Nein. Komm, go, go, go. Ja, warte. 5. Jetzt soll er kicken. Volker, Racho, was raus. Ich komm nicht rein. Ja, jetzt, versuch's. Ich komm nicht rein. Mach nochmal hier dieses Refresh. Ne? Warte mal. Ich komm nicht rein. Warte. So, jetzt versuch mal. Ich komm nicht rein. Okay. Ah, jetzt. Ein Respekt. Mach. Ach komm, wir haben auch noch kaum Zeit. Das ist ja echt schon wieder eine Katastrophe. Freunde, ey. Was für eine Sendung. Oh Mann. Mew hat heute total versagt, muss ich sagen. Da ist... Ah, ich sag's noch nicht. Sie's. Oh Mann, ey. Ich komm nicht rein. Probier's nochmal aus. Ja, ich geh auch bei mir nicht. Ach, das gibt es nicht, ey. Okay, gut, wir lassen es einfach für heute. Nur hier, der Game Name. Wenn der nicht geht, in 10 Sekunden, sagt er. Dann lassen wir es wirklich. Dann sind wir sicher, dass echt keiner hier in der Lage ist zu hosten. Also. Okay, soll es jetzt sein? Er meinte in 10 Sekunden. Ungefähr. Ich komme nicht rein. Okay, gut, alles klar. Damit ist es besiegelt. Also das hat... Das hat einfach keinen Sinn heute. Na ja, gut, was nicht hat sein oder was auch immer, hat einfach nicht sollen sein hier heute. Ach ja. Aber wir müssen uns tatsächlich ein bisschen entschuldigen für diese Sendung. Das war echt ein bisschen katastrophal, muss ich sagen. Alle Flame-Mails bitte an mew@skgaming.com oder so. Ich weiß gar nicht, wie seine E-Mail. Ah, ist echt schlecht gewesen. Also, Daniels Spiele waren heute echt unter aller Kanone. Aber oder war er zu schlecht oder war Happy zu gut? Happy war gut und Mew war noch viel schlechter. Also ich würde sagen, so diese zwei Arc-Match-Surrounds und so. Oh, das hat auch echt gezeigt, wie schlecht er ist momentan. Also schlecht ist auch einfach... Ja, aber das war auch echt... Dass er einfach nicht auf Top-Niveau ist, Punkt. Ja, aber so ein Surround, den würdest nicht mal du durchlassen. Also den würdest du nicht mal kassieren. Nein, ich glaube nicht, nee. So ein Surround würde... Also das...
Ich weiß nicht, das würde einfach, das geht einfach nicht. Das, der Arkman steht da ganz alleine, mit Boots sogar, und siehst du, wie die Ghule langsam kommen und kommen und kommen. Und jetzt kannst du immer noch raus, kannst du noch, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Ja, ach, jetzt kann ich nicht mehr raus. Ach, so ein Mist. Naja, wie gesagt, jetzt kurze Pause, 10 Minuten, glaube ich, dann geht's weiter. Und zwar mit Geekboys, das sind ja schon alle die ganze Zeit. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, am Freitag das Community Together, 18 bis 21 Uhr, unser Weihnachts-Community Together. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle viel Spaß oder hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall allerspätestens Freitag. Bis dann und noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.